Hallo Leute und willkommen zurück zur nächsten Folge Mr. Angezockt Spiel Sid Meier's Civilization. So, letztes Mal ist hier einiges passiert, wie ihr schon seht. Hier steht eine Horde feindlicher Einheiten. Wir sind noch nicht im Krieg. Aber ne? Aber was wollen wir als nächstes forschen? Dann machen wir erstmal schnell Forschung. Wir gehen weiter und drücken hier auf die Harmonie-Dings. Eigentlich ist mir fast egal, was wir erforschen. Hauptsache Harmonie. Alien-Biologie, ach, das haben wir schon. Alien-Zähmung. So. Damit wir hier mehr Harmoniepunkte kriegen, damit wir unsere Einheiten upgraden können. Das können wir jetzt gerade nicht. Sie haben eine Erweiterung freigeschaltet. Vorteil wählen bei dem Flugzeugträger, der jetzt Hydra heißt. Also. Plus 1 Basis für Lufteinheiten. Plus 1 Kapazität. Plus 10 Trefferpunkte Heilung für Lufteinheiten. Ja, logisch. Centaur, die Artillerie. Und da habe ich ja drauf gewartet. Plus 3 Stärke Fernkampf, das kriegt er automatisch. Und dann kriegt er Fortbewegung oder Verteidigung im Fernangriff. Bestätigen Verteidigung im Fernangriff. Der Kreuzer, der jetzt Triton heißt und auch echt stylisch aussieht, kriegt erstmal auch plus Verteidigung, plus Stärke, plus Fortbewegung. 40% bei Angriff auf Städte ohne ohne benachbarte, freundlich gesinnte Einheiten. Ohne. Also wenn ich nebendran halt was habe, ja, dann machen wir Städte. Irgendwann später gehen wir da eh auf Städte. Was ist das? Xenoschwarm. Ich kann auch die Kreaturen, wenn ich die unter Kontrolle habe, bester Xenoschwarm, wahrer Xenoschwarm. Okay, Vorteil wählen. Und da können wir neben freundlich gesinnten Einheiten bei Vernichtung 20 Trefferpunkte Schaden bei benachbarten feindlichen Einheiten. Ist natürlich auch nice. Das machen wir, das klingt einfach cool. So, dann noch Kultur wählen. Es geht wählen, um wählen, um wählen. 1, 2 bräuchte ich hier noch. Voraussicht, Wissenschaft bei Gesundheit. 10%. Was haben wir denn hier für Optionen? Produktion für Wunder, Energie in der Hauptstadt. Sie verdienen pro Runde 1% gelagerter Energie bis zu 100 Energie. Ja, ist halt schon nett, gell? Produktion, das können wir nicht. Gesundheit für jede Handelseinheit auf ihrem, ja. Stärke und Fernkampf gegen außerweltliche Lebensformen, Militärprodukte, Gesundheit für jede Militäreinheit unter ihrem Befehl. Das ist natürlich auch gut. Wenn sie einen Außenposten erobert haben, sie erhalten 100% stärker bei Alien-Lebensformen als Wissenschaft, nachdem sie getötet haben. Durch Zerstörung eines Alien-Nests. Naja, das ist jetzt nicht so prickelnd. Und hier kriegen wir ja so eine Super-Duper-Fähigkeit, wenn wir das haben. Dann machen wir das einfach voll, dass wir hier nochmal die Fähigkeit kriegen. Es sind zwar noch 2 Runden, das ist einiges. Produktion wählen. Molekularschmiede. Bringt uns Nahrung. Gut und schön. Ach, Nadeldüsen hieß der Flieger, gell? Ich hätte hier... Das Schöne ist, alle Einheiten sind automatisch aufgerüstet worden. Das heißt... 4... 2... Ich hätte hier gern eigentlich noch so einen Flieger, aber... Du kannst jetzt orbital nicht angreifen. Das heißt, du... verschanzt dich nicht, sondern Einheit wecken... Und abwarten.
Nee, auflösen nicht, Bereitschaft. Nichts tun ist doch auch mal was Schönes. So, die erste Runde, das ist der Hammer, hat 5 Minuten gedauert. So. Mal gucken, wo er hin will. Ich meine, es ist echt. Ah, okay. Okay, dann geh du da hin. Die Stadt, die braucht natürlich noch ein bisschen. Hier bauen wir keine Viper. Hier gehen wir auf die Raketenbatterie. Und da gucke ich doch sogar mal, ob ich die jetzt vielleicht kaufen kann. Raketen 470, wir haben 3000. Und schon hat die Stadt 85 Verteidigung. So schön kann das sein. Produktion wählen. Jetzt können wir die Viper bauen. Oder ja, in so einer Stadt bauen wir erstmal Produktion, auch wenn wir jetzt im Krieg sind. Verschanzen. Du kannst dich da hinstellen. Nächste Runde. Das ist schön, dass er durch Miasma fährt. Bisher sind wir noch im Frieden. Tja, ich bin gespannt. Hier habe ich keine Einheit zur Verteidigung und da auch nicht, sehe ich gerade. Das heißt, ich sollte. Ja, Moment, Moment. Wir gucken mal. Der Stürmer kann hierhin stürmen. Den Orbital. Klicken Sie damit die eine Anti-Orbital. Klicken Sie hier, damit die Stadt einen Anti-Orbital-Angriff ausführt. Richtig schön. Ich weiß jetzt nicht, ob es klug ist, ihn jetzt direkt zu provozieren, aber naja. Na, ich muss aufs Feld drücken und nicht auf nach oben. Handelskonvoi. Ja. Bisherige Route angefangen. Ich hatte es doch letztes Mal gesehen, wo das war. Nee. Das stand. Ach, es stand irgendwo hinten dran. Na, vorheriger Handelsweg. Den machen wir auch wieder. Produktion erwählen. Ja, Verteidigungsring. Ich will gar nicht wissen, was die Stadt danach dann hat. 93. Kann nur an Küsten gebaut werden. Dann bauen wir mal das. Molekularschmiede. Wo sind wir hier? Hier sollten wir vielleicht mal eine Nadeldüse bauen. Die kann ich ja dann dahin stellen. Zugmodus an Fernangriff in Stellung bringen. Und verschanzen. Verschanzen. Was haben wir hier? Kollektor. Ich könnte ihn bis hier. Guck mal, wo ich den überall hinsetzen kann. Ich mache ihn jetzt mal dahin. Dann sehe ich, was hier hinten so ein bisschen passiert. So, Einheit benötigt Befehle und das ist der Handelskonvoi. Na? Hat keine freien Handelsplätze, Ursprung wechseln. Den wechseln wir doch einfach nach hier. Ach so. Nach Grand Exito. 2 Handelsplätze verfügbar und wir gehen die nächste Runde. Und sind echt gespannt, was der da hier macht. Die Frage, ob ich nicht vielleicht einfach jetzt oben schnell ein paar Einheiten baue und dann die Stadt einnehme. Also das, warte mal. Die Viper, okay. Meine Städte hauen schon gut, denke ich, rein.
bringt die beiden hier auch schon mal in Stellung. Einheit benötigt Befehle. Welche? Wo sind wir? Eine Viper? Da. Die darf... Eigentlich hätte ich die Viper gern hier stehen und die Raketenbatterie gerne hier. Er hat es bald gepackt, ein paar Einheiten von sich wirklich kaputt zu machen. Sieht schon sehr nach Angriff gegen mich aus. Aber ich weiß nicht. Ich fühle mich da trotzdem noch recht sicher. Hier ist etwas, das Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Oh, Wissenschaft gestohlen. Agent unentdeckt. Richtig gut. So, beide Susi und Fielding. Jetzt können wir eine Technologie stehlen. Und den weisen wir mal neu zu in... Oh je, hier. Fidele. Danke. Produktion. Die Stadt hat schon 92 Trefferpunkte von Städten. 4 Runden. Okay. Wie heißt der? Einser? Reparaturanlagen. Triton. Was ist denn jetzt Triton? Fernwaffen. Ach so, der Fußsoldat. Nee, hier bauen wir auch eine Nadeldüse. Tja, Tanknetzknoten, Solar, Miasma, tja, was könnten wir hier? Also wahrscheinlich, ich wollte noch ein paar Bautruppen bauen, die hier vorne bestimmt gut weiterhelfen. Was haben wir? Handelskonvoi. Andere Kolonien. Bringt mir nichts. Irgendwas hier, wo die Produktion hebt. Das hier sieht doch für die beiden Städten gut aus. Okay, sobald ich schon das Gebiet betreten würde, das ist bei denen hier auch so, dann ist die Frage, ob ich das Feld mir nicht schnell noch kaufe. Genau das hier. Kostet 80 Energie. Nein. Pardon, ich wollte das hier. Ich habe genug Energie, um das zu machen. So. Ja, weil dann ist es, dann kann er, eigentlich müsste ich hier auch noch die beiden Felder holen. Ich meine, ich habe genug Energie. Ich mache zwar gerade Minus-Energie. So, das ist doch gut. So, Befehle. Du verschanzt dich da. Hier haben wir noch eine Viper, die dastehen darf. Und die Viper, ja, die lassen wir einfach erstmal da, bis wir wissen, was da abgeht. Ich hätte eigentlich gern, dass die mich jetzt angreifen, total untergehen und ich sie dann von hier oben angreifen kann. Was haben wir hier? Ein Centaur. Das sind die neuen Artillerien. Die bringen wir einfach mal in Stellung. Och, die Stadt hier hat 100 Verteidigung. Das ist schon nice, gell? Ich habe euch ja heute den großen Krieg versprochen, aber ich fange nicht an. Darum gucken wir mal, ob es heute noch großen Krieg gibt. Alien-Ethik haben wir in 4 Runden fertig. Einheit benötigt Befehle. Dich hatten wir doch in Stellung gebracht, oder? Dann halt mal die Stellung. Ein Centaur. Welcher ist es denn? Der da hinten. Ja, nehme ich auch erstmal mit hier vor, weil mein Plan gefällt mir eigentlich, während die mich unten angreifen, die Stadt hier oben einzunehmen.
Haha. Es tut mir leid, aber Sie stehen dem Fortschritt der Menschheit im Wege. Ich werde nicht zulassen, dass Ihre Existenz unsere Spezies wieder zurückhält. Sie haben uns den Krieg erklärt. Also, die uns, wollte ich nur sagen. Dafür werdet ihr schon bald bezahlen. Dann greift mal an, Jungens. Was ist das? Das ist doch nicht meine Einheit. Stand die da noch und war einfach verdeckt von dem Symbol? Also das gefällt mir jetzt so gar nicht so gut. Er steckt aber gut ein. Okay, dass er so viel einsteckt. Oh doch, der lebt noch. Also dafür muss er eigentlich Veteranenstatus, das wollte ich gerade sagen. Ich heile ihn dann sofort und greife hier die Artillerien an. Gut. Nein, sie ist tot. Dann gucken wir mal, was sagt die Zeit? Okay, wir haben noch ein paar Minuten, dass wir Eindringle in unserem Territorium. Darf ich jetzt mal? Okay. Ja, schade. Haben uns den Krieg erklärt. Hier hauen wir einfach jetzt mal immer ein paar Vipern oder was denn war denn Hydra? War das das Schiff? Ich hau jetzt einfach mal ein paar Vipern nach. Okay, Likör. Da hauen wir ein Centaur nach. Wo sind wir jetzt? Handelskonvoi. Wo war der vorher? Warum steht es denn nirgendwo, dass das ein neuer... Na komm, dann handeln wir mit dem, dass er wenigstens unser Freund bleibt. Wir sind immer noch 240 Punkte sogar vor. Welche Einheit? Ein Bautrupp. Ja, Bautrupp. Den schicken wir erstmal so hier hoch und dann kann der da auch wirklich bauen. Automatisch. Okay, er will. Er düst gerade wieder zurück nach Likör. Und wir gehen in die nächste Runde. Das war ein bisschen doof, weil eigentlich wollte ich ja hier oben angreifen. So. Oh, die beiden Städte sind da abgeschnitten. Wie nett ist das denn? Hätte ich das vorher gewusst? Nee, 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 Jungs, jetzt kämpfen wir hier oben. So. Also, du fährst dahin. Ja. Jetzt will ich die Einheiten da oben setzen. Schwede, du springst nochmal da runter. Und hier... Hier kauf Viper. Viper kostet 730. Respekt. Ich will trotzdem eine Viper. Ich habe genug. Zurück zur Karte. Mal gucken, was er jetzt macht. So. Das hier ist ja so ein Fernkämpfer. Das heißt, den holen wir uns jetzt als erstes. Der dürfte gar nicht so viel Power haben. Dass meine Viper... Ich hätte eigentlich mehr mir erwartet. So. Meine Viper steht dummerweise im Miasma. So. Gut. Oh, mit Fliegern. Aber, okay. 21, 21.
Das sollten wir doch hinkriegen. Okay, Quest aktiv, also. Unsere Agenten konnten keine Technologie stellen. Aha, aha. Gucken wir mal. Eigentlich bräuchten wir hier in Rangji einen Agenten. Questentscheidung. Zahlenmäßige Überlegenheit. Seit der Inbetriebnahme unserer Molekularschmiede üben die Industrie und Forschung fortwährend Druck auf uns aus. Sie scheinen zu glauben, dass es dem Interesse unseres Volkes dienlich wäre, wenn wir ihnen die exklusiven Rechte an den Bioressourcen der Schmiede zusprechen. Die Nanomaschinen, die in großer Anzahl großartige Dinge leisten, mit ihren Argumenten haben sie nicht ganz Unrecht, indem wir mit all unseren Bioressourcen ein Ziel unterstützen würden, also unterstützen würde, das den Fortschritt verzehnfachen. Also mehr Produktion durch Molekular, der Produktion oder wissenschaftlichen Forschung. Ich habe schon so viel auf Produktion gemacht. So. Rangji. Nadeldüse. Wo sind wir hier? Klonfabrik oder was haben wir denn sonst noch, was irgendwie Verteidigung stärkt? Dann machen wir einfach mal das. Eigentlich hätte ich da eine Einheit bauen können. Molekularschmiede. Einheit benötigt Befehle. Oh, eigentlich hätte ich hier den angreifen sollen. So, wo kann ich den, werde ich da hinbringen. Bis zur Heilung verschanzen. Welcher ist das denn? Sehr schön. Hier greifen wir die Fernkampfeinheit an. Ja, und gleich kaputt gemacht. Super. So, die Viper. Die Viper fährt erstmal dahin. Die Viper. Ach, die. Wie heißt der? Centaur. So. Nadeldüse. Die Nadeldüse. Ich hätte sie gerne hier, aber das langt wohl nicht. Viper. Fährt. Hier habe ich keine Verteidigung dahin. Einheit benötigt Befehle. Machen wir den kaputt. Alle Fernkampfeinheiten, die kaputt sind, sind kaputt. Sehr gut. Auch wenn wir unsere Viper dann verlieren würden, kann ich mit leben. So. Ja, hier werden wir den Fußsoldaten angehen. Die stecken aber echt gut ein. Auch wieder leider ins Miasma. Was bist denn du? Du bist auch eine Viper. Dann greifen wir da an. Tja, nichts mehr mit Großangriff, hä? So. Was haben wir hier? Ein untätiger Geheimagent. Operation. Neu zuweisen. Mal gucken, was wir mit... Ich schicke ihn mal nach unserer Stadt, einfach um wieder ein bisschen dem Angriff da, also dem die Verteidigung ein bisschen zu machen.
Und hier sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich bin da recht positiv überrascht, dass das so schnell ging. Und dass wir jetzt auch gesehen haben, dass die beiden Städten hier eigenständig sind, die kriegen wir mit 4 Einheiten, denke ich, auch relativ zeitnah. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Darum vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid wie immer dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, Mr. Angezockt spielt Sid Meier's Civilization. Ich nochmal. Und hat's dir gefallen? Ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn du mehr Action-RPGs haben willst, dann schau vielleicht mal da rein. Für Strategiespiele packe ich dir da was hin. Und wenn dir es gefällt, bleib doch einfach hier im Kanal und ich freue mich über dein Abo.